Ich wünsche euch Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass so viele Leute heute Morgen gekommen sind. Ich bin gerade gefragt worden, ob ich auch so müde sei. Habe ich gesagt, nee, Schakka, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gesagt, hurra, du darfst um 10 Uhr hier stehen und diese Veranstaltung moderieren. Ich denke, das geht euch allen auch so heute Morgen. Schakka, auf geht's. Nein, ganz ehrlich, ich finde das erstmal ganz toll, dass ihr sie so einen Samstagmorgen opfert, um euch mit Kinderrechten, Jugendrechten in NRW zu beschäftigen. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön. Ich bin erst vor 2 Tagen zu der Ehre gekommen, hier durch den Tag zu moderieren. Ist auch nicht so ganz mein Thema. Ich bin eigentlich bildungspolitische Sprecherin der Piratenfraktion, beschäftige mich also zwar schnittmengenmäßig mit dem Thema, aber nicht so vordergründig. Aber ich denke, wir bekommen das gemeinsam heute irgendwie hin. Wenn ihr Fragen habt, nicht Bescheid wisst, fragt mich einfach. Ist zwar nicht sicher, dass ich euch dann helfen kann, aber gemeinsam finden wir irgendjemanden, der uns hilft. Insofern sprecht mich ruhig an. In der Piratenfraktion ist das üblich, dass man sich mit Vornamen anspricht. Ich bin Monika, also kommt und wir finden irgendwie eine Lösung. Auf meinem Ablaufplan steht Begrüßung. 10.30 Uhr. Ich glaube, Begrüßung haben wir gerade ausführlich draußen gemacht, haben uns schon so ein bisschen kennengelernt. Einige kennen sich auch untereinander. Und insofern würde ich das Mikro gerne an den Olaf Wegner übergeben, der diese ganze Veranstaltung initiiert, geplant hat, zusammen mit der Christa. Auch dafür ein Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir heute Abend, wenn wir nach Hause gehen, alle sagen, jo, hat sich gelohnt, die Zeit zu investieren, war ein toller Tag, gerne wieder. Auf einen schönen Tag. Dankeschön. Jo. Danke erstmal, Moni, für die tolle Einführung hier und vor allem, dass du dich noch so kurzfristig, als wir vor 2 Tagen zu dir gekommen sind, dazu bereit erklärt hast, das heute hier zu machen. Ich möchte auch erstmal mich bei allen bedanken, die hierher gekommen sind. Vor allem freut mich, dass sehr, sehr viele junge Menschen gekommen sind. Eine Sache, wo ich auch ein bisschen, als ich die Veranstaltung geplant hatte, so ein bisschen Angst hatte, ob das überhaupt aufgeht, das Konzept, die Idee. Und von daher möchte ich vor allem erstmal die jungen Leute hier begrüßen und machen wir es genau an der Kinderrechtskonvention fest, alle die, die unter 18 sind. Ganz, ganz toll, dass ihr hier seid. Finde ich ganz klasse. Warum beschäftigen wir uns, und mit wir meine ich jetzt so als Piratenfraktion oder auch ich persönlich mit Kinderrechten oder wie bin ich dazu gekommen? Ich arbeite im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend mit im Landtag von Nordrhein-Westfalen und bin so überhaupt eigentlich erst mit der Thematik Kinderrechte richtig in Berührung gekommen. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr komme ich eigentlich zu dem Ergebnis für mich, es ist eigentlich jetzt die Zeit. Es wäre jetzt die Zeit, da wirklich einen ganz, ganz großen Sprung zu machen, das jetzt wirklich in die Öffentlichkeit zu holen und da auch wirklich was für die Jugendlichen. Ich mag es an der Stelle nicht immer so von Kindern zu sprechen, sondern weil ja eben alle Menschen unter 18 Jahren dabei damit gemeint sind. Ich finde, das ist immer ein bisschen diskriminierend oder ich verstehe es, wenn die Jugendlichen das dann als diskriminierend empfinden. Ich meine immer, wenn ich von Jugendlichen oder von Kindern spreche, jetzt natürlich immer die Menschen unter 18 Jahren, also die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Wie ich schon gesagt habe, ich finde, es ist jetzt an der Zeit, und zwar auch wirklich richtig davor zu gehen, unter Umständen auch den Kindern Bürgerrechte zuzugestehen, also sie wirklich bei Wahlen dran teilnehmen zu lassen. Ich möchte das Thema jetzt hier nicht allzu sehr vertiefen, das wird dann danach die Frau Brahm machen in der zweiten Runde, aber da müssen wir uns natürlich auch eine ganze Menge, und damit meine ich jetzt wieder wir, eigentlich die Gesetzgeber, und das damit meine ich dann natürlich auch ganz klar die Parlamente, überlegen, wie gehen wir damit um, was machen wir damit? Also wo lassen wir Jugendliche mitreden, mitentscheiden? Denn die erste Frage, die sich auftut, die auch immer dann direkt kommt, ja gut, wenn Jugendliche jetzt auch das aktive Wahlrecht bekommen, wie ist es dann mit dem passiven Wahlrecht? Sollen sie dann auch das passive Wahlrecht bekommen? Und das wäre eigentlich eine der ersten Fragen, die ich so an die Jugendlichen hätte. Wie seht ihr das? Also wenn jetzt ein Wahlrecht runtergesetzt würde, sagen wir es auf 16 oder von mir aus auch die komplette Abschaffung des Mindestwahlalters, was haltet ihr oder wie steht ihr zu der Frage, wie es dann mit dem passiven Wahlrecht aussieht? Also ob jemand gewählt werden kann ins Parlament oder nicht? Da kommt natürlich immer schnell die Frage der Verantwortung rein.
Mir ist heute Morgen eigentlich erst ganz spontan bewusst geworden, so wichtig ist es mit der Verantwortung gar nicht. Denn egal, was ich im Landtag mache, abstimme oder tue oder sage, dafür kann ich nie zur Rechenschaft gezogen werden. Da habe ich eigentlich, ja, ich muss es nur vor mir verantworten können und sonst vor keinem Menschen. Ja, bitte. Also was mir dazu direkt einfällt, ist, dass eigentlich, ich denke, das wäre sehr positiv, weil man sich dadurch automatisch damit beschäftigen würde. Also wenn es die Chance gibt, dass man ja, in Landtag dafür gewählt werden könnte, dann würde man sich als Jugendlicher auch damit auseinandersetzen, schon viel früher, was ist Politik, was passiert damit, weil ich denke, viele beschäftigen sich noch nicht damit, bis sie dann mit 18 vor der Frage stehen, so, oh, ich muss wählen, was gibt es eigentlich da? Dass man sich schon früher damit auseinandersetzt und wenn man dann auch was tun kann, ist das, denke ich, sehr hilfreich. Wenn man auch oft das Gefühl hat, dass, ja, wenn man Meinungen hat, dass man sie ja in dem Alter eh noch nicht vertreten kann. Muss ich sagen, bin ich völlig, finde ich völlig bei dir. Ich bin eigentlich auch dafür, dass die Rechte von Jugendlichen an der Stelle sehr, sehr weit geöffnet werden sollten. Es gibt dann zwar ein paar juristische Fragen mit der Mündigkeit und der Volljährigkeit, aber ich glaube, die sind überwindbar. Und ich glaube, da ist es auch möglich, dass man das passive Wahlalter meiner Meinung nach eine ganze Ecke herunterschraubt, eben auch mit der Sache der Motivation. Da kommen wir aber auch noch zu einem weiteren Punkt, der genau damit angesprochen ist. Wer vertritt denn die Meinungen von den Kindern und Jugendlichen? Machen das die Kinder und Jugendlichen oder machen das dann wieder die Erwachsenen für die Kinder und Jugendlichen? Und da muss es meiner Meinung nach eben möglich sein, dass es die Kinder und Jugendlichen selber machen, dass die Kinder und Jugendlichen selber die Möglichkeit bekommen, ihre Rechte zu vertreten. Und da kommen wir dann auch schon zu der nächsten Frage, selbst wenn man das sich überlegt, macht man das parallel? Also sagt man die Kinder und Jugendlichen für sich und die Erwachsenen für sich? Das ist eine Sache, die jetzt derzeit für ein Parlament im Landtag von Nordrhein-Westfalen wirklich angedacht ist. Das ist aber jetzt noch eine vage Sache, die wirklich angedacht ist, dass es ein paralleles Jugendparlament geben soll, was Antragsrecht im anderen Parlament, also im Parlament der Erwachsenen dann hat. Die Frage ist, wie reicht das aus? Die reine Antragsfrist, die reine Möglichkeit zur Antragstellung, also nicht wirklich bei der Entscheidung wieder mitwirken zu dürfen. Meiner Meinung nach auch nicht, aber das ist auch wieder eine Frage. Also diese ganzen Sachen, die ich so ein bisschen auch fragend in den Raum stelle, stelle ich eigentlich wirklich ganz intensiv an die Jugendlichen, die ja gleich unter Umständen, wenn sie möchten, einen eigenen Workshop haben. Dafür sind hier zwei Räume da, um eventuell von Ihnen oder von euch vielmehr die Antworten auf diese Fragen zu kommen, wie ihr dazu steht. Und ich finde es auch gar nicht falsch, das war meine Idee und das ist auch wieder die Sache mit dem, dass vielleicht getrennt diskutiert wird, dass erstmal Jugendliche ihre Stellung finden, das heißt, gar nichts gegen solch ein Jugendparlament zum Beispiel, wäre gar nichts dagegen, und dass auch die Erwachsenen für sich, aber dass dann hinterher zumindest ein Kompromiss gefunden werden muss, wo die Kinder mindestens genauso viel Recht an der Entscheidung haben wie die Erwachsenen. Womit wir natürlich auch zu einer Frage kommen, das ist jetzt laut Kinderrechten ist das ja auch allen Kindern zugestanden, dass sie zumindest die Meinung sagen dürfen und auch gehört werden müssen bei allen Dingen, die sie betreffen. Ich meine, ein bisschen komisch finde ich das immer an der Stelle, ich frage mich immer, was betrifft ein Kind nicht? Egal, was jetzt politisch entschieden wird. Ja, also gut, wie ist jetzt, was weiß ich, die Regeln im Kegelverein sind vielleicht nicht jetzt unbedingt so interessant für das Kind, aber alles, was politisch entschieden wird, es gibt keine politische Entscheidung, die nicht irgendwie Kinder betreffen und Jugendliche, zumindest irgendwann. Es ist egal, was entschieden wird, es wird immer Auswirkungen auf die nächsten Generationen haben. Und von daher müssten gerade daraus abgeleitet Kinder und Jugendliche volles Stimmrecht in der Politik haben, um dort genauso gehört zu werden. Denn wie gesagt, in den Kinderrechtskonventionen steht ganz klar drin, bei allen Dingen, die Jugendlichen direkt oder indirekt betreffen. Und das gibt es einfach nicht ansonsten. Und zu den formalen Fragen hatte ich ja jetzt schon ein paar angebracht. Ist es auf jeden Fall jetzt wichtig, wie man das organisiert und wie man es hinbekommt, dass da wirklich eine Ausgeglichenheit kommt. Ich möchte noch mal auf den Anfang zurückkommen, warum ich auch glaube, dass es wirklich zurzeit die richtige Zeit ist, um die Kinderrechte bzw. die Rechte von Jugendlichen zu stärken und ihnen sogar Bürgerrechte zuzugestehen. Das leite ich aus zwei Sachen ab. Das ist einmal die Überalterung der Gesellschaft. Ich persönlich sehe einen Menschen nicht
weil er nur, weil er älter geworden ist, als reifer an. Er ist anders geworden. Er hat andere Bedürfnisse, er hat andere Wünsche. Vor allem das Wichtigste oder der größte Unterschied ist, die Interessen, die er hat, sind in die Zukunft berichtet immer begrenzter. Also ich mache mir höchstens noch über 30 Jahre Gedanken. Zumindest was mein Leben betrifft. Ja, okay. Ja, ja. Aber alles, was danach kommt, finde ich auch skurril, dass ich darüber entscheiden soll. Das sollen nämlich dann die Leute tun, für die es entscheidend ist, was in 40 Jahren ist. Und da die Entscheidungen aber auch heute schon getroffen werden müssen, ist es für mich auch wieder keine Frage, dass die Kinder und Jugendlichen mit herangezogen werden. Jetzt kann man sagen, gut, das war schon immer so. Ja, allerdings gibt es in Deutschland oder zumindest auch in Europa jetzt einen Faktor, der hat das Ganze sehr, sehr stark aus dem Gleichgewicht gebracht. Das heißt, die Gruppe der älteren Menschen wird immer größer. Zumindest steigt sie jetzt, wird sie in den nächsten Jahrzehnten weiterhin immer mehr ansteigen. Das heißt, in der Politik werden die Interessen der älteren Menschen immer mehr berücksichtigt. Eine Zeit lang wurden sie wahrscheinlich auch die Kinder- und Jugendinteressen noch mehr berücksichtigt, zu der Zeit, als es nämlich mehr Eltern gab. Aber die gibt es ja auch immer weniger, ansonsten hätten wir ja dieses ganze Problem nicht. Und somit haben wir immer weniger Menschen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Und abgeleitet daraus, dass es sowieso besser wäre, dass sich anstatt sich Erwachsene für Kinder und Jugendliche einzusetzen, dass Kinder und Jugendliche das selber machen, abgeleitet davon, Entschuldigung, abgeleitet davon, dass Kinder und Jugendliche sich eben immer selbst besser selbst vertreten, ist es eben jetzt auch an der Zeit, dass das passiert, weil es gar kein, die Gruppe der Menschen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzt, dadurch erstmal zumindest von der Grundemotionalität her immer kleiner wird. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ist jetzt in unserer derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklung, allerdings auf der ganzen Welt, die Welt verändert sich immer schneller. Das heißt, das, was man vor 200 Jahren noch von seinen Eltern erzählt bekommen hatte, hatte sicherlich eine ganze lange Zeit und das meiste davon Bestand. Hat sich sicherlich auch vieles von geändert im Laufe der Zeit, aber das hatte eigentlich Bestand. Das ist heute nicht mehr so. Wenn ich mir überlege, was ich beigebracht bekommen habe in meiner Jugendzeit und wie ich mir die Welt heute angucke, also irgendwie ist mir eine ganz andere Welt erklärt worden, nicht die, die jetzt da ist. Und das wird jetzt immer schneller geschehen. Das wird immer schneller geschehen. Das heißt, es wird gar nicht mal, meiner Meinung nach, gar nicht mal mehr so sein, dass die Älteren eine lange Zeit lang, man muss sagen, die Macht in der Gesellschaft behalten, weil sie einfach das Know-how haben. Das wird sich unter Umständen völlig schnell ändern können, weil nämlich das Know-how eigentlich die Jugendlichen und die jungen Leute haben. Die sogenannten, wir sprechen heute davon von den Digital Natives. Also die Leute, die alle nach 1990 geboren sind und je später sie geboren sind, je extremer wird es eigentlich. Umso mehr, wenn ich mir angucke, so sehr hat sich in den Schulen in den letzten 20 Jahren nicht geändert, aber die Welt hat sich total geändert. Und da wäre dann auch wieder die Frage, inwieweit sollten die Schüler und nicht bestimmen, was in der Schule gelehrt wird und nicht mehr die Älteren, weil die einfach sowieso nicht mehr wissen, was auf sie zukommen wird. Ich hoffe, dass ich damit jetzt eine ganze Menge Anregungen gegeben habe, vor allem an die Jugendlichen. Und wenn jetzt noch Fragen sind oder wenn jetzt noch Wunsch zu einer Diskussion zu genau diesen Themen da ist, würde ich mich da sehr, sehr drüber freuen. Sind vielleicht ja auch nochmal Anregungen, die wir dann den Jugendlichen mitgeben können in ihren Workshop, um da eventuell darauf Antworten zu bekommen, wenn wir da auch als Erwachsene Fragen zu haben. Und somit freue ich mich auf den weiteren Verlauf dieses Tages. Und ja, aufhören ist immer schwierig. Ich danke mich. Ja, dann frage ich mal, gibt es noch Fragen? Wo? Das hat man mir gerade erklärt, das dürfte ich auf gar keinen Fall berühren. Also Vorsicht, dass ich das Stunden später hat das geklappt. Ja, gibt es noch Fragen oder Diskussionsbeiträge? Dann würde ich das Mikro einfach mal rumreichen.
Ja. Gibt er das mal nach hinten? Ja, hallo erstmal zusammen. Ich hätte auch noch eine Frage. Sie sagten ja, dass man eigentlich den Jugendlichen so das Wahlrecht erteilen sollte. Das ist ja mittlerweile, die Kommunalwahlen darf man ja schon ab 16 bestimmen. Allerdings ist es meiner Meinung nach, es ist ja so, dass es teilweise in den Schulen heutzutage kein Politik mehr unterrichtet wird. Das heißt, man muss sich entweder selber über die Kenntnisse informieren oder irgendwie anders dazu kommen. Aber das Problem ist ja, wenn man jetzt teilweise die Kommunalwahlen jetzt mal ab 14 setzen würde, würde dann nicht eigentlich die Meinung von den, entweder von den Lehrern, wo man Politik hat, oder von den Eltern bestimmt werden, dass das Kind mit 14 gar keine eigene Meinung haben kann. Die haben ja gar nicht die Kenntnisse dazu, wenn die keinen Politikunterricht haben. Wenn die, ich frage mal so, ich denke mal nicht, dass ein Kind mit 14 Jahren sich in der Politik beschäftigt und da irgendwie mit dem Landtag oder Ähnliches auseinandersetzt. Also ich denke, das ist ein ganz schwieriges Thema, sich einen 14-Jährigen in Kommunalwahlen, die, der weiß ja nicht, was er wählt, so wofür stehen die Parteien eigentlich? Das ist ein bisschen... Darf ich was dazu sagen? Also ich merke jetzt doch, dass ich hier gar nicht so verkehrt bin, als bildungspolitische Sprecherin, aber auch mit 20 Jahren Erfahrung als Lehrer. Wenn du mir erklärst, 14-Jährige würden auf Eltern oder Lehrer hören, ne, dann kann ich nur drüber lachen, weil genau in dem Alter höre ich auf jeden, aber nicht auf meine Eltern und auf meine Lehrer. So, ich gehe da hinten war. Nee, da ganz Ja, ich würde gerne direkt dazu Bezug nehmen, weil wenn ich sage, ein 14-Jähriger kann sich vielleicht die Meinung nicht bilden, weil er keinen Unterricht hat oder sonst nicht an die Informationen kommt, dann wäre doch die Gegenfrage, und aus der Perspektive würde ich das betrachten, was ist denn mit den Erwachsenen? Also wer überprüft denn, ob die Erwachsenen, die wählen dürfen und wählen, sich denn tatsächlich eine Meinung bilden oder das auch können? Und dann ist das Argument, finde ich, relativ schwach zu sagen, Jugendliche mit 14 können das nicht, aber ein 28er tut das automatisch, weil er per se erwachsen ist. Also das... Kinder an sich haben das Problem ja eigentlich, dass sie, wenn die keinen Politikunterricht haben oder keinen Bezug zur Politik haben, wie sollen die dann wissen, wen man wählt? Das ist ja teilweise, weil das dann, die wissen ja gar nicht, wen die wählen sollen dann. Also ich mit 16 musste auch gucken, abgesehen davon, dass man natürlich die ganzen Wahlkämpfe mitbekommt, Ähnliches, aber ohne den Politikunterricht, ich war jetzt auf drei verschiedenen Schulen, auf dem Gymnasium, auf einer Realschule und jetzt auf dem Berufskolleg, ohne den Politikunterricht würde ich auch nicht genau wissen, wen ich eigentlich wählen würde, weil ich nicht weiß, wofür steht das Ganze eigentlich, was hat das für Auswirkungen, wie komme ich dazu, meine Kommune so zu formen, dass es für mich ideal ist. Wir machen aber, wir haben Zeit. Ich lebe in Belgien, ich gehe in Belgien zur Schule, ich habe keinen Politikunterricht. Informiert habe ich mich über Politik in der Freizeit. Ich weiß, ich habe mich auch über jede Partei einzeln informiert und ich weiß genau, was ich möchte. 14-Jährige hören nicht auf Lehrer und auch nicht auf die Eltern, das weiß ich ganz genau. Ja, weil ich bin das krasse Gegenteil von dem, was jetzt behauptet wurde. Habe ich hier gesehen. Ja, also soweit ich weiß, sind zum Beispiel das Thema Kinderrechte eigentlich im Lehrplan in NRW und zwar in der dritten und vierten Klasse Grundschule. Das heißt, wir sprechen hier von 9- bis 10-Jährigen und Politikunterricht meines Wissens nach in der weiterführenden Schule, also ab der fünften Klasse, das heißt, die Kinder sind 10. Wir haben ja auch in einigen Kommunen Kinderparlamente, das ist für Kinder unter 10, dann haben wir die Jugendräte für Kinder ab 10. Also ich denke, wer sich hier in NRW engagieren möchte, der hat auch tatsächlich die Möglichkeiten. Noch zu der Eingangsfrage oder Nicht-Eingangsfrage im Sinne von, wie macht man das, macht man ein Kinderparlament, also nur ein Parlament für Kinder und Jugendliche und nur für Erwachsene. Ich denke, wir haben schon an der Bemerkung gesehen, wie bereichernd es auch ist, einfach wenn Erwachsene und Kinder gemeinschaftlich diskutieren. Und darum geht es ja einfach, ne, dass Generationen zusammen in Kontakt bekommen und eben gemeinschaftlich Politik auch machen und entscheiden. Also insofern, ich fände es großartig, wenn man das gemeinschaftlich macht. Ich weiß allerdings nicht, ob man ein Stück weit die Kinder und Jugendlichen vielleicht vor den Erwachsenen schützen muss. Aber ne, so im Grunde genommen wäre das, denke ich, schon auch schön, wenn man es gemeinschaftlich macht. Ich gehe einmal nach da hinten, sonst fokussiert sich das hier so. Ich komme aber wieder, versprochen. Wer hatte sich hier gemeldet?
Ich wollte das nochmal aufgreifen von soeben. In den letzten beiden Wahlkämpfen habe ich es auch erlebt, dass Erwachsene null Ahnung vom politischen System in Deutschland haben. Also das Argument kann man nicht gelten lassen, um Kindern Wahlrecht zu geben. Und ich habe jetzt Abitur in 1989 gemacht und mein Politikunterricht damals bestand hauptsächlich aus Drogensachen und sonst Religionssachen und Sekten und solchen Sachen. Also Politikunterricht ist ganz, ganz wichtig an der Schule und wenn das eingestellt wird oder runtergefahren wird, dann müssen wir dringend was gegen tun. Jojo hatte sich gemeldet und... Also grundsätzlich denke ich, es gibt überhaupt kein Alter, in dem Kinder nicht wissen, was sie wollen. Und das hat und Jugendliche, das geht von praktisch von null bis zur Volljährigkeit. Jeder weiß jederzeit, was er will. Die Frage ist immer nur, kriege ich die Informationen, um Entscheidungen zu treffen? Und das heißt, jeder ist da, wenn ich will, dass Kinder sich für ihre Interessen einsetzen, müssen sie auch alle Informationen haben, die sie brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Und das kann man nicht nur auf die Schulen abwälzen. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen Kindern die Möglichkeit geben, die Informationen zu bekommen, die sie brauchen, um für sich Entscheidungen treffen zu können. Und dann kann man auch Kindern wie wesentlich früher Rechte einräumen zu wählen. Du meintest, dass sich die Kinder, also wie sollen sich die Kinder denn, also darauf wollte ich noch gerade eingehen, wie sollen sich die Kinder denn informieren oder so, dass es da Problematiken mit dem Politikunterricht gibt. Und es wurde gerade schon aufgegriffen, dass sich die Erwachsenen auch nicht wirklich informieren. Und ich stelle mir das mal nur so vor, wenn plötzlich Kinder die Möglichkeit hätten, mitzubestimmen und mitzuwählen, dann glaube ich, dass die Kinder, weil sie auch noch neugierig sind und sich mit neuen Sachen beschäftigen wollen, eher noch auch Fragen stellen und sich dadurch damit beschäftigen und dass dadurch eher noch die Wahlbeteiligung, die ja gerade irgendwas bei 50% rumdümpelt, wahnsinnig hochgehen würde, gerade bei den Kindern und Jugendlichen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Kinder und Jugendliche unbedingt mitbestimmen können. Jetzt hattest du dich gemeldet und dann noch einmal bitte nach hinten gehen. Ladies first. Also, ja, es ist ja auch irgendwo so, es wurde gesagt, dass wenn Kinder, also es wurde die These in den Raum gestellt, dass Kinder dann wahrscheinlich eher auf ihre Eltern hören würden. Aber eigentlich, also es ist ja klar, dass man vom Elternhaus geprägt wird. Aber diese Prägung hört ja nicht mit 18 auf. Also man hat die Meinung seiner Eltern ja auch meistens noch mit 35, weil man das vermittelt bekommt und weil man so aufgezogen wird. Und diese Prägung, ja, in den ersten Jahren ist eigentlich das ganze Leben noch vorhanden. Und ich glaube, dass so pädagogisch gesehen eigentlich in der Pubertät gerade diese Phase ist, wo man daraus ausbricht, auf seine Eltern zu hören, wenn man es jemals irgendwann tut. Also, dass man da gerade seine Identität versucht zu finden und da auch, wenn dann die Meinung der Eltern in Frage stellt. Und dann könnte man eigentlich auch sich eher damit auseinandersetzen, was gibt es da, wo ist meine Meinung vertreten, was kann ich wählen, wo sind die Möglichkeiten. Weil wenn man älter wird, ist es dann meistens mit 35 hat man sowieso schon seine Stammpartei gefunden. Also dann nochmal umzuswitchen und nochmal seine Meinung in Frage zu stellen, wird eigentlich wenig getan. Also gerade diese Meinungsfindung ist eigentlich gerade in dem Alter da. Und je früher damit angefangen wird, desto differenzierter kann man meiner Meinung nach auch sich entwickeln. Ja, erstmal würde ich sagen, der Junge in der ersten Reihe finde ich ganz super. Ich finde echt Respekt, dass man sich mit dem Alter schon für Politik interessiert und auch so eine Ahnung hat. Erstmal großen Respekt daran. Und ich muss sagen, ich bin Jugendtrainer, ich bin Fußballjugendtrainer, habe insgesamt zwei Mannschaften, einmal zwischen 8 und 9 Jahren und einmal zwischen 13 und 14. Und da sehe ich wirklich, wenn ich versuche, mit den 13- und 14-Jährigen eine Diskussion über Politik anzufangen, das ist das Einzige, was die mir sagen, lass mich mit Politik in Ruhe, da Politiker entweder immer nur irgendwann Schwachsinn sagen und am Ende das eh nicht machen, oder weil die gar nicht auf uns eingehen, auf die Jugendlichen. Und das finde ich eigentlich relativ schade. Und das sind wirklich Kinder, die kommen wirklich aus verschiedenen Haushalten, die gehen zu verschiedenen Schulen, ob jetzt Hauptschule, Gesamtschule, Gymnasium. Der Unterricht, meiner Meinung nach, die sind alle jetzt zwischen 5. und 8. Klasse. Das Einzige, was wir bis jetzt gelernt haben, sind, dass Drogen doof sind und das war es aber auch schon wieder. Also habe ich jetzt meine... Pauschal auch nicht, ne? Aber das ist jetzt meine Praxiserfahrung. Ich rede wirklich mit denen, ich habe sie seit Jahren lang und das ist das, was rausgekommen ist.
Da würde ich jetzt eine Sache, vielleicht, auch wenn es vielleicht nicht ganz so nett ist, dich dazwischen zu drängeln, eine Sache zu sagen. Ja, ich sehe es auch so. Das hat man oft so, dass man sich, wenn man sich gerade mit Jugendlichen und Kindern unterhält, dass man oft auch vor diese Wand läuft, interessiert mich nicht. Was ich nicht mitbestimmen kann, warum sollte es mich interessieren? Also die Frage würde ich dann eher stellen, dass wenn man denen die Möglichkeit gibt, dort mitzubestimmen, dass dann natürlich auch ein Interesse daran ist. Und ich sage mal so, jeder Mensch möchte das richtig machen. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich ein Kind dann nicht informiert, wenn es zur Wahl gehen wird. Jeder hätte die Möglichkeit, sich zu informieren. Das ist gar nicht das Problem. Also man kann im Internet, man hat ja heutzutage immer jedes Medium, man hat frei, wirklich, man hat ja, kann ja alles machen. Aber ich finde es eigentlich relativ wichtig, dass man in meiner Schule, ich habe da 5. Klasse im Politikunterricht auch mal versucht, die Parteien mal ein bisschen mehr zu erklären. Wofür steht eigentlich... Wofür steht eigentlich was? Welche Partei ist für was gut? Warum sollte man den und den Weg wählen? Das ist meiner Meinung nach, das fehlt in der Schule noch. Das habe ich damals nicht gelernt. Ich habe mich selber jetzt informiert. Letztes Jahr war ich im Jugendlandtag NRW dabei, habe selber mitgearbeitet. Ich finde, das sind super Sachen, echt. Ich habe, glaube ich, mehr im Jugendlandtag mitgenommen, als ich in den letzten 8 Jahren Politisches in der Schule gelernt habe. Aber ich finde, man sollte sowas mehr machen. Man sollte das wirklich in den Kommunen viel mehr anbieten, damit die Informationen, die auch rüberkommen, legitim sind und vor allem, dass sie sich auch ihr eigenes Bild bilden können. Ich wollte mal kurz anknüpfen an den Schulunterricht. Ich habe gerade mein Abitur gemacht in G8. Politik kommt genau einmal im Lehrplan vor und das in der 9. Klasse und da dürfen sich die Lehrer selber aussuchen, was sie machen. Und sowas wie eigene Parteien gründen in der Schule, wir haben in der 8. Klasse dann die legale Graspartei oder sowas gegründet, ist nicht wirklich hilfreich. Also es ist einfach nur lächerlich, wie Politik behandelt wird. In der Oberstufe geht es dann natürlich mit der Gesellschaft mit, Richtung Sozialwissenschaften, Richtung Wirtschaft, wo die Leute in der Oberstufe drauf getrimmt werden. Ich glaube, da muss man anknüpfen. Andererseits, wenn man Jugend für Politik interessieren will, ich finde es schwierig, dass 13-Jährige sich daran einfinden sollen, wie 54-Jährige, dass der Altersdurchschnitt im Ausschuss im Landtag, der für Jugend zuständig ist, wie 13-Jährige verstehen sollen, was 54-Jährige über deren Kopf entscheiden. Ich finde es schwer, dass die sich in sowas reinfinden müssen. Aber nur ein Wort, man muss da sagen, genau, du hast es genau richtig gesagt, in der Oberstufe. In der Oberstufe ist aber schon über 16. Wir reden ja hier eigentlich von 13-, 14-Jährigen, die man für Politik interessieren will. Und wenn man das erst in der Oberstufe lernt, also über 16 oder teilweise mit 18, ja. Ich fände es erstmal ganz spannend. Wir, also wenn ich jetzt von meinem Alter ausgehe, dann informieren sich die meisten Menschen um die 50 im Fernsehen über Politik. Ob das gut ist, darüber kann man streiten. Aber alle Parteien geben sich ganz viel Mühe, dass ich sie auch verstehe. Keine Partei in Deutschland gibt sich auch nur annähernd Mühe, dass Jugendliche oder Kinder sie verstehen. Ich glaube, wir brauchen uns gar nicht darüber streiten, ob das im Elternhaus oder in der Schule vermittelt werden muss, solange die, die da gewählt werden wollen, gar kein Interesse haben, sich zu vermitteln. So lange, denke ich, kann es nicht funktionieren. Du bist auch, habe ich auf dem Schirm. Also im Grundgesetz steht ja, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und nicht alle Staatsgewalt geht von den Parteien aus. Das heißt für mich, ich habe ein Politikverständnis, dass jeder von uns hier Politik machen kann. Also ne, im Sinne von, jeder ist ein Bürger, auch Politiker sind Bürger. Also insofern, für mich hat Politik nicht nur was mit Parteien zu tun. Ja, wir haben ein repräsentatives System, aber Politik geht jeden von uns was an. Und Politik startet im Elternhaus, geht dann weiter in der Kita und so weiter und so fort. Und insofern, ich finde es schwierig, wenn Sie oder wenn du sagst, mit Kinder Bürgerrechte, also Kinder sind Bürger. Also meiner Meinung nach, Kinder sind Menschen. Wir haben Menschenrechte. Jetzt kriegen wir hoffentlich Kinderrechte bald ins Grundgesetz. Aber Kinder sind doch auch Bürger. Also wozu brauchen sie extra Bürgerrechte? Oder ist das verfassungsrechtlich nicht? Okay, das ist mir neu. Davor ist man Mensch. Ach so. Also wir haben ja jetzt schon eine Zeit lang über den Kritikpunkt diskutiert, dass Kinder sich nicht richtig informieren können. Aber ich finde es auch bei der Debatte wichtig zu sagen, dass wir immer noch ein Wahlrecht haben und keine Wahlpflicht, wenn ein Kind sagt, und ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder mit 14 oder auch mit 13 so reflektiert sind und sagen, ich kann mir gerade keine eigene Meinung bilden, dann gehe ich halt nicht zur Wahl, wenn ich nicht weiß, was ich wählen soll. Ich denke, das ist, man überlässt einfach dem Kind die Entscheidung, wann der richtige Zeitpunkt ist, dass es seine Stimme abgeben will. Also hätten Sie mir gesagt, ich soll mit 13 oder 12 wählen, dann hätte ich wahrscheinlich die Partei gewählt, die das bunteste Wahlplakat hat. Weil ganz ehrlich, mit 13, da wusste ich, glaube ich, gar nicht richtig, was Politik ist.
Ich bin der Meinung, dass ich es jetzt heute immer noch nicht hundertprozentig weiß, weil es einfach sehr komplex ist, auch sehr komplex gestaltet wird in den Nachrichten und so weiter. Aber man versucht ja sein Bestes. Und mit 13, also da hätte ich gesagt, ich bin nicht reif genug, um dazu entscheiden, welche Partei die beste ist, um meine Interessen zu vertreten. Ich wusste mit 13 nicht mal, was sind denn meine politischen Interessen. Ich hatte wahrscheinlich nicht mal welche. Und ich finde, es liegt nicht nur in der Verantwortung von der Schule natürlich, Politik zu unterrichten, auch nicht von den Eltern, weil die dann wahrscheinlich schon die Meinung, also ihre Meinung an die Kinder weitergeben. Ich finde, es liegt eigentlich auch in der Verantwortung der Parteien, Kindern und Jugendlichen durch Seminare wie dieses heute, ja, irgendwie Spaß an der Politik zu geben, denen was zu erklären oder sonst was. Aber das muss halt einfach mehr passieren in kleinen Städten, dass sie sich wirklich einfach mal dahinstellen und kleine Projekte machen mit Jugendlichen, um halt die Politik zu vermitteln. Weil das geht halt nicht immer nur um Schule und Elternhaus, sondern da muss die Partei halt auch mal irgendwie sich halt dann den Fokus drauf legen. Ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Manchmal gelingt mir das. Guten Morgen. Also ich, zwei Dinge. Ich glaube, prinzipiell war das eben so ein bisschen der Tenor oder hörte sich für mich so an, als würde jetzt das Herabsetzen eines Wahlalters für eine bessere Quote bei der nächsten Wahlbeteiligung sorgen. Ich glaube, das sollte nicht das Rezept oder das Denken dahinter sein. Das Zweite ist, ich glaube wirklich, dass du, darf ich fragen, wie alt du bist oder wie jung? Ja. Ich glaube, dass du schon auch selbst weißt, dass du eine Ausnahme bist. Etwas Besonderes. Ja, das ist ja ein Kompliment, verstehe es nicht falsch. Die Einladung, hier heute teilzunehmen, nur mal um ein Beispiel zu nennen, ging an 1800 Schülerinnen und Schüler des Adam-Josef-Küppers-Berufskollegs in Ratingen. Erschienen sind 11. Das macht mir, glaube ich, sehr deutlich, wie groß der Wille ist, sich für Politik zu interessieren oder Zeit dazu zu investieren. Und was ich noch anmerken möchte ist, du hast das gerade so schön mit diesen bunten Plakaten gesagt, die dich vielleicht dann überzeugt hätten oder so. Wir waren kürzlich mit derselben Schülerschaft auf einer Veranstaltung der, jetzt nicht direkt berufen, Konrad-Adenauer-Stiftung. Dabei handelte es sich um die Bonner Rede zum Geburtstag des Grundgesetzes, fand in Bonn statt, im schönen Museum König. Und dort redete Jens Spahn. Er sagte nicht viel, aber er redete. Und an eines kann ich mich sehr gut erinnern. Und ich glaube, da hat er recht. Er sagt, er hat mehrere Veranstaltungen gemacht, mit denen er versucht hat, auch auf Jugendliche zuzugehen und auf Kinder. Und hat die Erfahrung gemacht, dass nur dann der Saal voll wurde oder dieses Event, wenn es Freibier gab. Und was ich ehrlich fand und auch richtig fand, ist, dass er gesagt hat, er hat für sich den Schluss daraus gezogen, auf diese Art von Politik hat er keinen Bock. Und ich erinnere mich an sehr viele Wahlkämpfe innerhalb Wuppertals, Olaf wird das auch kennen, wo regelrechte Materialschlachten stattfanden. Die CDU Wuppertal beispielhaft ist bis heute verschuldet, ja, aufgrund eines Oberbürgermeisterwahlkampfes, der vor 15 Jahren stattfand. Ich gönne Ihnen das von Herzen, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass damals versucht wurde, mit warmen Apfeltaschen, Freikarten fürs Kino und Hubschrauberflügen zu werben. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich den Punkt darauf setzen, dass es eine gewisse politische oder einer gewissen politischen Aufklärung im Vorfeld bedarf, wo auch immer sie herkommt, um diese Reife zu entwickeln, politische Entscheidungen zu treffen und nicht auf die falschen Reihen zu fallen. Das kann auch sehr gefährlich werden. Wer war da? Ich würde jetzt gerne vorrangig die dran nehmen, die noch gar nichts gesagt haben, bevor ich jetzt jemanden nehme, der schon zwei oder dreimal was gesagt hat, wenn das okay ist. Ja, ich würde ganz gerne auf das Argument eingehen, dass wenn man jung ist, dann würde man die mit dem buntesten Wahlplakat wählen. Das Argument, das deutet ja indirekt an, aber Erwachsene, die treffen eine reife Wahlentscheidung. Aber in Wirklichkeit ist das so, dass viele Erwachsene einfach die Partei wählen, denen sie am meisten in Form von Wahlplakaten oder so begegnen. Also da zählt Masse statt sachlich gute Inhalte. Ja. Und ich möchte noch mal auf das Argument von eben noch mal zurückkommen, dass Jugendliche und junge Erwachsene oder Kinder, dass sie das nicht können oder dass sie es nicht tun und deshalb nicht wählen dürfen. Aber letztendlich, das ist per se schon diskriminierend, weil Jugendliche begründen müssen, wieso sie ein Recht wahrnehmen dürfen, das allen anderen zusteht. Und wie wir es gerade gehört haben, was ich auch glaube, viele Erwachsenen, die wählen dürfen, tun es auch nicht verantwortungsvoll, tun es zum Teil gar nicht, viele.
Und dann ist doch die Frage, wieso wird den Jugendlichen und Kindern dieses Recht abgenommen oder abgesprochen, während andere das einfach per se haben, einfach aufgrund ihres Alters. Das hat nichts mit Qualifikation, Können, Interesse oder sonst irgendwas zu tun. Ja, aber was wollen wir machen? Sollen wir jetzt alle prüfen, die wählen dürfen? Ja. Das Problem, was da immer wieder auftaucht, jegliches Argument. Ich habe eigentlich auch nicht viele Argumente dafür, warum Kinder wählen gehen dürfen. Außer, dass ich sage, jeder Mensch soll das Recht haben, für sich selber zu stehen und für seine Rechte und für seine Interessen einzustehen. Und jetzt gibt es aber ganz viele Argumente, die dagegen kommen. Ich finde immer irgendeine Gruppe bei den Erwachsenen, auf die dieses Argument eindeutig auch zutrifft. Und die sind gar nicht mal so gering, teilweise diese Gruppen. Und das ist sogar vom Bundesverfassungsgericht sogar festgestellt worden, dass dem so sein muss. Dass ich also wegen geistiger Reife keinen davon abhalten darf. Der Typ darf voll besoffen sein. Er darf wählen gehen. Ja? Das Einzige, was ist, wenn man irgendwie einen Angriffskrieg gegen Deutschland geplant hat. Das ist eine der wenigen Sachen, woraufhin einem das Wahlrecht entzogen werden kann. Und die anderen Argumente auch. Heute sind nur 11. Es sind auch Hunderte von Erwachsenen angeschrieben worden. Auch Erwachsene, die sich sogar in dem Thema engagieren. Und wenn ich mir überlege, auch die Quote, es war auch fast bei allen Parteien gleich, sogar von der Mitglieds- zu einer Mitmachen. Ja? Die Quote von Menschen, die irgendwas machen, ist immer relativ gering. Und dann anders gefragt, selbst wenn jetzt das hier eine Ausnahme ist mit dem 14-Jährigen. Ja gut, aber warum? Dann lassen wir doch die anderen, also es ist ja, wie gesagt, es ist ja keine Pflicht, es steht ja keiner dahinter und sagt, du musst wählen. Warum lassen wir es denn nicht denen, die es können? Und können ist eigentlich nur die Qualifikation, ein Kreuz machen zu können und zu sagen, ich möchte wählen. Was anders muss ein Erwachsener auch nicht. Also jeder, der es will und kann, warum lassen wir ihn nicht wählen? Ja? Und die Sache mit dem, das bunteste Wahlplakat hat mich überzeugt. Wenn ich mich recht erinnere, ist der CDU-Bürgermeister gewählt worden. Hat es nicht geschafft, dann ist es länger her, ne? Ja gut, okay, dann ist es länger her, okay, das war's, okay. Ja, ich muss jetzt ein bisschen streng sein, ja, Moment, mache das ja hier mit der Zeit, tut mir leid. Ich würde deshalb darum bitten, dass wir im Programm weiterkommen, dass wir jetzt noch die dran nehmen, die sich gemeldet haben. Aber dann jetzt nicht, ansonsten glaube ich, verwischt das alles und wir könnten bestimmt stundenlang weiter diskutieren, aber wir haben ja noch viel vor. Deshalb würde ich darum bitten, jetzt noch die, die sich sowieso gemeldet haben, und dann machen wir weiter, okay? Sie hatten sich gemeldet. Das war schon. Ich glaube, wir müssen bei dieser Diskussion sehen, dass es einfach noch ein bisschen komplizierter wird. Die Frage, wie reif man für eine Wahlentscheidung sein muss und so weiter, spielt für die Frage des Wahlrechts überhaupt keine Rolle. Das haben wir eben schon in ein paar Beiträgen gesehen. Man muss sich das nur vorstellen, also wenn heutzutage die Busse in die Altersheime fahren und die Stimmen da abholen, da kann man ja also wirklich große Bedenken kriegen. Und genauso ist es eben auch sozusagen nach unten auf der Lebensskala. Man kann das sehr schön nachverfolgen. Ursprünglich mal so ein alter Plato hat gesagt, die Politiker, die sollten und die sich um Politik kümmern, die sollten alle Philosophen sein. Und da gab es welche, die haben gesagt, nee, die müssen wenigstens Geld haben oder die müssen einem höheren Stand angehören. Und das ist im Lauf der Zeit alles runtergebrochen worden. Und was sozusagen übrig bleibt, ist, man muss Mensch sein. Das ist die eigentliche Begründung. Ein Mensch, eine Stimme. Und diese ganzen Verteidigungsschlachten, ob man dann schon reif dafür ist oder ob man sich interessiert, spielt in dem Zusammenhang, ich sag's mal so in Anführungsstrichen, demokratietheoretisch überhaupt keine Rolle. Dass wir darüber reden müssen, ist eine andere Sache. Und dass der Kinderkanal so ist, wie er ist, statt dass es einen Kanal gibt, der solche Fragen aufgreift, das ist noch ein anderes Thema. Würde es denn bei Ihnen irgendeine Form des Mindestalters in Ihrem Denken, in Ihrer Argumentation geben oder sagen Sie auch Einjährige? Weil dann müsste man ja schon die Frage stellen, okay, die sind ja rein von der Physiologie ja noch gar nicht imstande, ein Kreuz zu machen oder so. Wo fängt das denn an, wo hört das denn auf? Also ganz klar, ich bin für das Wahlrecht ab 0. Ja. Und die Frage, wer wählen geht, entscheidet sich physisch oder eben vom Interesse her. Also die Kinnis werden einfach da noch nicht hingebracht. Ja, oder hingefahren. Der Automatik überlassen.
Also ich bin der Meinung, das Kolloquium, wir sollten uns mal darauf die Sprachregelung einigen. Kinder, das nehmen wir mal raus, und wir reden ja von Jugendlichen, denn ich sehe hier auch nur Jugendliche. Und für mein Dafürhalten muss ich auch hier den Kollegen in der Ecke mal recht geben, ein Wahlalter sollte einfach sich, sag ich mal, mit 16 beginnen. Man kann sich bis 16 entwickeln, auch an Schulen, wie, was überhaupt ein Bundesrat ist, was ein Bundestag ist, wo Gesetze erlassen werden. Und man sollte auch mal ein bisschen mal die Schweine im Stall lassen, für mein Dafürhalten. Ich sag mal, die Kinder oder die Jugendlichen, die sollten ja auch Zeit haben, sich erstmal persönlich zu entwickeln, dazu überhaupt wissen, was sie wählen. Weil sonst kann man auch Demenzkranke, da muss ein Kreuz hier machen, weil dann hat man nur Wähler rangeschart. Melden sich jetzt die nochmal bitte, die was sagen wollten. Das sind jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute, wenn ich das richtig sehe. Ich gehe jetzt einfach einmal so rüber. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, bevor wir über Wahlbeteiligung reden, man sieht, das ist, glaube ich, das beste Vergleichsmodell. Man sieht eine Kommunalwahl, die ab 16 ist, dass die Wahlbeteiligung bei Jugendlichen zwischen 16 und 20 bzw. 16 und 21 Jahren in den meisten Kommunen, in denen das statistisch erhoben wird, niedriger ist als 50%. Das heißt, wenn wir Jugendliche wählen lassen würden, nach diesem Vergleichsmodell, würde die Wahlbeteiligung eher sinken. Also das ist für mich kein Argument. Ich habe mir gerade mal die Frage gestellt, wo ist eigentlich die erste Wahl von Jugendlichen? Das fängt eigentlich schon in der Grundschule an, erste Klasse, Klassensprecherwahl. Ich habe das noch mitgelegt auf dem Gymnasium. Bis zur 9. Klasse wurde gewählt, wer so der beste Freund ist. Da stellt sich einer auf, dann denkst du, okay, stell ich 3 Leute auf. Der eine macht was für die Klasse, ist ein super Typ, der andere ist mein bester Freund. Wen wählt man? Den besten Freund natürlich. Da fragt man sich, was ist eigentlich sinnvoller? Und wenn man das auf die Politik abgleicht, habe ich ein bisschen Schiss vor. Also ich finde nicht, dass es so eine gute Aussage ist zu sagen, ja, die Erwachsenen wissen oft nicht, was sie da eigentlich tun, also sollten Kinder auch das Recht haben, nicht zu wissen, was sie tun und trotzdem handeln dürfen. Wir sollten eher schauen, dass das nämlich nicht so ist und auch am besten in Zukunft auch die Erwachsenen wissen, was sie tun. Und da ist es von der Bildung her eigentlich obligatorisch, dass es von der Schule aus passiert, weil wenn man das jetzt nur irgendwie auf die Gesellschaft, was angesprochen wurde, oder das Elternhaus abgeschoben wird, dann wird es immer bestimmte Bereiche geben, weil Gesellschaft ist nicht gleich Gesellschaft. Es wird in verschiedenen Wohngegenden einfach schon ganz anders sein, wer gewählt wird und was da aktuell ist. Und bestimmte Eltern vermitteln das mehr und manche weniger. Und es sollten einfach alle auf dem gleichen Stand sein, damit auch wirklich das ganze Land, also auch alle Jugendlichen, repräsentativ in den Wahlen wiederzufinden sind. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil das gerade so ein bisschen kritisiert wurde, mit dem Wahlalter ab 0. Natürlich ist ein Kind nicht mit 0 in der Lage, also nicht mit den ersten Lebenstagen direkt ein Kreuz auf einem Papier zu machen und auch zu wissen, was das bedeutet. Allerdings finde ich es absurd, ein biologisches Alter festzumachen. So, wenn man jetzt sagen würde, mal ein Beispiel. Man sagt, Kinder ab 6 dürfen wählen. So. Was macht ein 5-3-Vierteljähriger, der vielleicht auch wählen kann, also genau weiß, was er will, aber er darf nicht, weil er 5-3-Viertel und nicht 6 Jahre alt ist. So. Von daher ganz klar, Wahlalter ab 0. So. Weil es eben diese biologische Grenze sagt nichts über die persönliche Entwicklung aus und über die persönliche Entscheidungsmöglichkeit. Genau. Also einfach das Recht darauf, seine Meinung beitragen zu können, das ist verdammt nochmal ein Menschenrecht. Ja? Und ein Menschenrecht steht allen Menschen ohne Abstriche zu. Also unabhängig davon, wie alt sie sind, ob sie behindert sind, ob sie nicht behindert sind und so weiter. Und wenn jemand das noch nicht kann, dann ist es unsere verdammte Pflicht, als diejenigen, die es können, den Menschen dabei zu unterstützen, dass er bestmöglich dann zu einer Entscheidung findet. Und zum Thema 14, ich weiß nicht, ob Sie Felix Finkbeiner kennen, der mit 9 Jahren bereits die Stiftung gegründet hat, Plant for the Planet. Und der mit 10 Jahren bereits vor dem UN-Ausschuss gesprochen hat. Also es gibt Kinder, es gibt Menschen, die können das. Also wenn sie es können, verdammt nochmal, dann müssen sie eine Möglichkeit haben, das zu leben. Und wenn man das nicht tut, finde ich, verstößt man gegen die Menschenrechtskonvention und auch gegen die Kinderrechtskonvention. Das war nach dem Melden, das hab ich gesehen. Ja, ich glaube, es sind eine Menge Meinungen zusammengekommen. Ich fand es spannend,
spannend, dass nicht alle der gleichen Meinung sind. Ich hatte so ein bisschen gefürchtet, dass wir hier so nahe, wir sind uns alle einig. Das ist nicht, finde ich gut. Der Plan ist jetzt folgender. Wir wollen jetzt eine Phase machen, wo wir uns in zwei Gruppen teilen. Das heißt, die Jugendlichen sollen jetzt mal ihre Position, ihre Sichtweise entwickeln. Das machen die Andrea und der Andro. Die kommen auch gleich eben mal nach vorne und stellen sich vor. Und wir Erwachsenen werden uns wahrscheinlich einen Vortrag anhören. Ich muss zu dem Vortrag, befürchte ich. Entschuldigung, das war nicht persönlich gemeint. Nein, also ich denke, dass die Jugendlichen jetzt aktiv wirklich was unternehmen können und ein bisschen arbeiten können. Und wir treffen uns dann wieder. Zwischendurch ist Mittagessen, stimmt das, Olaf? Genau. Um 12.30 Uhr. Um 12.30 Uhr ist Mittagessen und ich würde jetzt gerade mal eben der Andrea und dem Andro das Wort geben. Die sagen eben kurz, was sie vorhaben. Ja, hi. Also ich bin Andrea, bin wissenschaftliche Referentin der Piratenfraktion. Ich möchte gleich mit euch eure Meinung einsammeln und genau wie die Moni das sagte, ich finde das gut, dass unterschiedliche Meinungen dabei sind. Das wollen wir gleich alles mal zusammensammeln. Also es wird zwei Workshop-Phasen geben, die werden durch das Mittagessen getrennt sein. Das finde ich ganz gut, da gibt es vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, in der Mittagspause sich auszutauschen. Wie genau das abläuft, sage ich gleich, wenn wir uns irgendwie in dem Raum gesammelt haben. Wir gehen da hinten in so einen Raum, ihr könnt uns einfach nachher hinterherlaufen. Wer sich irgendwie dazu berufen fühlt, mit uns mitzugehen, der tue das. Wer diesen Vortrag spannend findet, bleibt meinetwegen hier. Aber der Olaf, der hat mir schon vorher gesagt, er findet das gut, wenn möglichst viele von euch ihre Meinung da einbringen und in dem Workshop mit uns die Ideen zur Mitbestimmung zusammentragen. Das möchte ich eben noch ergänzen. Der ganze Hintergrund dabei ist, warum ich das mir so als solches Format überlegt habe, ist der, es geht jetzt auch darum, unsere Arbeit im Landtag in den nächsten Monaten auszugestalten. Und bis jetzt habe ich genau denselben Fehler gemacht, den alle anderen Politiker machen. Ich habe mir tolle Ideen gemacht und habe sie auch eingebracht, bin damit zum Teil auf die Schnauze gefallen. Ein Antrag läuft noch. Ich möchte eigentlich wissen, was ihr wollt. Und da würde mich einfach interessieren, je konkreter ihr sagen könnt, wo wollt ihr mitbestimmen? Genaueres wird die Andrea euch gleich noch sagen. Wo wollt ihr mitbestimmen? In welcher Form? Zum Beispiel auch die Frage, wollt ihr geschützt diskutieren, also ohne Erwachsenen? Oder wollt ihr lieber direkt von Anfang an mit Erwachsenen diskutieren? Ja, gibt es bestimmte Bereiche, wo ihr sagt, da wollen wir die Alleinige, also da hat eigentlich ein Erwachsener gar nicht mehr mitzureden. Das sollten die Kinder und Jugendlichen bestimmen. Wo wollt ihr absolutes Mitspracherecht haben? Also so, dass auch eure Entscheidung, also euer Wille ganz klar bei der Entscheidung mit berücksichtigt werden muss und nicht nur mal wahrgenommen werden muss. Das ist ja zurzeit heute so. Es ist zwar gesagt worden, jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Es darf auch jeder Jugendliche zum Beispiel an die Politiker schreiben, was er will. Aber ob es berücksichtigt wird, ist eine ganz andere Frage. Und je konkreter das wird, je mehr werde ich davon mit in meine Arbeit übernehmen können. Und das fände ich ganz toll. Und deswegen habe ich mir das so überlegt, das vielleicht mal getrennt zu machen. Und auch ganz klar gesagt, bei dieser Überlegung möchte ich eigentlich keine Erwachsenen dabei haben, denn ich möchte die Ideen, ich bin hinterher genug Erwachsener, um da hinterher wieder Abstriche zu machen oder Veränderungen zu machen oder das der Realität anzupassen. Ja, das ist auch vielleicht gar nicht mal jetzt eure Aufgabe, euch der politischen Realität anzupassen mit euren Wünschen und Vorstellungen, sondern wirklich einfach mal zu sagen, was ihr wollt. Ja, ich bin nur Andro und der Helfer. Mehr brauche ich nicht sagen. Okay, ich würde vorschlagen, dann schreiten wir jetzt einfach zur Tat. Andrea, weise den Weg. Geh vor.